Weiße Fliege. Weiße Fliege erkennt man daran, dass man einmal die erwachsenen Tiere sehen kann. Die sehen eben aus wie kleine, mini-kleine weiße Fliegen oder Mini-Motten, könnte man das noch nennen, in der Größe von vielleicht 2 mm. Im Prinzip, als wenn man ein Stück Styropor durch einen Ventilator schmeißt, so sehen weiße Fliegen im Garten aus. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn sie nicht den Pflanzen auf den Pelz rücken würden. Weiße Fliegen saugen einmal Pflanzensaft aus den Pflanzen heraus, saugen die Nährstoffe sozusagen aus der Pflanze und sie wird weniger leistungsfähig. Dazu kommt, dass sie dann Zucker ausscheiden, auf dem sich dann auch noch Rußpilze verbreiten können, sodass die ganze Pflanze häufig unansehnlich wird. Nebenbei übertragen sie dann auch noch einige Krankheiten, die zumindest im Erwerbsgartenbau dann auch unerwünscht sind. Aus dem Grunde sollte man versuchen, weiße Fliege zu bekämpfen oder noch besser von Anfang an zu vermeiden. Der erste Schritt wäre zum Beispiel im Hobbygewächshaus die Pflanzen, die gerne weiße Fliege anlocken, nur hineinpflanzen, wenn man sicher ist, dass man gesundes Ausgangsmaterial bekommen hat, zum Beispiel schon eine saubere Tomate aus einer guten Gärtnerei, wo darauf geachtet wird, dass die Pflanzen sauber und gesund sind. Und dass man natürlich das Gewächshaus vorher auch ordentlich reinigt. Da ist ein Hochdruckreiniger, ein Wasserschlauch oder zumindest ein ordentlicher Besen angesagt, aber besser ist das mit Wasser, damit schon mal ein sauberer Start gegeben ist. Am gefährlichsten sind überwinterte Pflanzen, Lantanen, Fuchsien und andere Großpflanzen, die man in Kübeln überwintert. Da sammeln sich nämlich ganz gerne die Larven der weißen Fliege dran. Das sieht aus wie so winzige kleine Blattläuse, ohne Beine fast, die ganz stramm am Blatt angepresst sind und zu Hunderten und vor allem unter den Blättern sitzen. Und wenn man solche Pflanzen hat, sollte man sie entweder entsorgen, wenn sich das nicht lohnt, sie zu erhalten. Oder man kann natürlich die weiße Fliege auch bekämpfen. Dafür gibt es fertige Mittel im Fachhandel, im Landhandel, die gegen weiße Fliege helfen. Aber das Tierchen ist sehr hartnäckig. Man muss dann mindestens 4-mal behandeln. Deshalb sind aus meiner Sicht die vorbeugenden Behandlungen und Maßnahmen viel, viel wichtiger. Man kann auch natürlich sagen, man vermeidet Pflanzen, die besonders gern diese weiße Fliege verbreiten, Wandelröschen, Fuchsien, oder stellt sie zumindest nicht neben die wichtigen Tomaten ins Gewächshaus, sondern lässt sie dann draußen.